Zeit für ein bisschen Deckungsbeitragsrechnung. Ich persönlich sage immer, ich mag dieses Thema, weil es einfach dankbar ist. Meine Klassen sind sich da nicht so ganz einig, ob sie es wirklich mögen. Ja, gehen wir es einfach an. Wir starten mal mit einem ganz, ganz einfachen Beispiel. Und eigentlich ist das dann schon die Grundlage für alles Weitere, was dann kommt. Also, angenommen, wir stellen dieses Smartphone her. Wir sind jetzt, weiß ich nicht, eine Gruppe von Freunden und wir sagen, wir stellen dieses Smartphone her. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen einen Prozessor, wir brauchen ein Display, wir brauchen eine Kamera, wir brauchen Akku, also einen Akku, wir brauchen eine Hülle und bestimmt noch einiges mehr, aber wir bauen eben diese ganzen Einzelteile zusammen und erhalten dann ein Smartphone, wenn wir es ein bisschen drauf haben. Diese ganzen Sachen kosten uns 200 Euro. Das sind unsere variablen Stückkosten. Variabel deshalb, weil diese Kosten steigen an, je mehr ich produziere. Also klar, wenn der Prozessor 50 Euro kostet und ich baue zwei Handys, dann brauche ich zwei Prozessoren und plötzlich steigen meine variablen Kosten. So, also wir verbauen jetzt 200 Euro in dieses Handy und dann bringen wir es auf den Markt. Und wir bringen es auf den Markt für 500 Euro, was ja gar nicht schlecht ist. Diese 500 Euro, die uns der Kunde hoffentlich zahlt, das sind die Nettoverkaufserlöse. Und was ich jetzt oft höre von meinen Schülern ist, dann machen wir 300 Euro Gewinn. Nein, tun wir nicht. Erstmal, was folgt denn jetzt hier draus? Hier folgt, wir haben Nettoverkaufserlöse von 500 Euro. Jetzt ziehen wir natürlich KV, also die variablen Kosten, ab 200 Euro. Diese 300 Euro, die jetzt hier übrig bleiben, sind eben kein Gewinn, sondern das ist unser Deckungsbeitrag. Das heißt, der Deckungsbeitrag ist einfach nur, was nehme ich ein, minus, was habe ich für die Herstellung des Produkts ausgegeben. Diese Differenz ist unser Deckungsbeitrag. Stellt sich die Frage, wieso heißt der Deckungsbeitrag Deckungsbeitrag? Einfache Antwort, weil jetzt haben wir natürlich schon viel investiert für die Herstellung, diese 200 Euro für das Handy, aber wir brauchen beispielsweise auch, brauchen wir Geld für die Miete, beispielsweise wenn wir eine Garage oder ein Lager angemietet haben. Eventuell haben wir einen Angestellten, der für uns arbeitet, der erhält natürlich Gehalt. Und vielleicht haben wir irgendwelche Versicherungen abgeschlossen, die monatlich zu zahlen sind. Das heißt, ich habe eben hier noch Kosten, die anfallen, ob ich produziere oder nicht. Nehmen wir mal an, in Höhe von 3000 Euro insgesamt. Und das sind meine Fixkosten. Die sind unabhängig von meiner Produktion. Also selbst wenn ich einen Monat lang gar nichts produziere, zahle ich die Miete ja trotzdem. Oder das Gehalt für meinen Angestellten oder eben diese Versicherung. So, wir halten nochmal fest, ein Handy hat einen Deckungsbeitrag von 300 Euro. Wir stellen es her für 200 Euro, verkaufen es für 500. 300 Euro bleiben also übrig. Das bedeutet jetzt, wer da genau hinschaut, weiß nun, wenn ich 10 Handys im Monat verkaufe, dann habe ich meine fixen Kosten gedeckt. Deshalb Deckungsbeitrag. Das heißt, diese Differenz zwischen Herstellung und Umsatzerlös, also Nettoverkaufserlös, diese 300 Euro, die pro Handy hängen bleiben bei mir, ist eben kein Gewinn, sondern das ist mein Geld, mit dem ich die fixen Kosten decken kann. Deshalb heißt das Deckungsbeitrag. Und jetzt ist es so, dass wenn ich 10 Handys in diesem Monat schon verkauft habe und die fixen Kosten sind gedeckt, ab dann, das heißt ab dem 11. Handy, jetzt kann ich sagen, ich mache pro Handy 300 Euro Gewinn, weil sobald die fixen Kosten gedeckt sind, sind alle Kosten gedeckt und diese 300 Euro Deckungsbeitrag erhöhen meinen Betriebsgewinn. Das ist das einfachste Beispiel, das mir jetzt eingefallen ist und sollte eigentlich klar machen, wie der Deckungsbeitrag funktioniert. Die generelle Formel ist also, es gibt nur eine, das ist das Schöne an dem Thema, die Nettoverkaufserlöse, das Geld, das ich einnehme durch den Verkauf meiner Produkte, abzüglich der variablen Kosten, also die Herstellkosten für mein Produkt, das gibt nun eben diesen Deckungsbeitrag und von diesem ziehe ich noch die fixen Kosten ab und das, was dann rauskommt, ist eben Betriebsgewinn oder auch Betriebsverlust. Es kann natürlich auch sein, die fixen Kosten. Im vorigen Beispiel, wenn ich jetzt 8 Handys nur verkaufe, dann sind meine fixen Kosten von 3000 Euro höher als mein Deckungsbeitrag, den ich eingenommen habe mit 8 Handys und dann habe ich eben einen Betriebsverlust.
Hoffentlich haben wir einen Betriebsgewinn, der dann da unten rauskommt, aber das gilt es eben pro Aufgabe sich anzuschauen. Wir machen mal noch eine Beispielaufgabe, denn die sind natürlich generell komplexer. Wie zum Beispiel in einem Industriebetrieb werden drei verschiedene Produkte A, B und C hergestellt. Für den Monat Juni liegen uns folgende Werte vor. Und dann gibt es hier so eine Tabelle und wir gucken mal schnell. Wir haben einerseits Verbrauch von Fertigungsmaterial. Das ist das Material, das ich bei der Produktion verbrauche, um das Produkt herzustellen. Wir haben Fertigungslöhne, nicht zu verwechseln mit dem Gehalt für meinen Angestellten, das ja fix ist, sondern Fertigungslöhne fallen mit der Produktion an. Soll heißen, wenn ich 5 Handys herstelle, zahle ich 5-mal so viele Fertigungslöhne, als wenn ich eben nur ein Handy herstelle. Das heißt, die sind variabel, diese Fertigungslöhne. Und ich habe variable Gemeinkosten. Das beste Beispiel ist sicherlich Strom. Je mehr ich produziere und je öfter meine Maschine läuft, desto mehr Strom wird verbraucht. Dann habe ich noch die Angabe produzierte und verkaufte Anzahl, jeweils pro Produkt. Und Nettoverkaufserlös pro Stück, also für wie viel verkaufe ich dieses Produkt auf dem Markt. Und jetzt ist die Aufgabe, berechnen Sie das Betriebsergebnis für den Monat Juni, wenn die fixen Kosten in diesem Zeitraum 12.000 Euro betragen haben. Wir schauen drauf. Also wir nehmen uns diese Tabelle oder diese Übersicht her aus der Aufgabe und da bietet sich immer an, wir machen uns jetzt solch eine Tabelle, um das Ergebnis festzuhalten oder zu berechnen. Meine Nettoverkaufserlöse bei Produkt A finden sich natürlich hier. Also ich habe 40 Stück hergestellt und verkauft für einen Preis von 900 Euro. 40 Stück mal 900 Euro gibt 36.000 Euro, die ich an Erlösen eingenommen habe. Bei Produkt B 20 Stück für 800 Euro sind 16.000 Euro. Und Produkt C 50 Stück für 1050 Euro gibt einen Nettoverkaufserlös von 52.500 Euro. Meine variablen Kosten bei Produkt A finde ich hier oben. Meine variablen Kosten fallen bei der Herstellung an. Also sowohl das Material als auch die Fertigungslöhne, die ja mit der Produktion zusammenhängen, als auch meine variablen Gemeinkosten, beispielsweise der Strom. Das heißt, die muss ich zusammennehmen. Also 300 plus 150 sind 450 plus die 200 Euro sind 650 Euro und dann wieder mal die 40 Stück und dann gibt es variable Kosten von 26.000 Euro bei der Herstellung. Bei Produkt B sind es 400, 200 oder 300, das gibt zusammen 900. 900 mal 20 Stück gibt 18.000 Euro variable Kosten. Und Produkt C, 200 und 300 sind 500 plus 250 sind 750 Euro mal 50 Stück gibt variable Kosten von 37.500 Euro. Und jetzt ist ja meine einzige Formel, die Nettoverkaufserlöse minus die variablen Kosten bei Produkt A. Sind es also 36.000 und 26.000, also bleiben 10.000 Euro Deckungsbeitrag, positiv, deshalb grün. Bei Produkt B habe ich 16.000 Euro eingenommen an Verkaufserlöse und ich habe variable Kosten gehabt von 18.000 Euro. Das bedeutet, ich habe einen negativen Deckungsbeitrag von 2.000 Euro, bedeutet also im Umkehrschluss, ich gebe bei der Herstellung von diesem Produkt B, gebe ich mehr Geld aus, als ich letztlich mit meinem Nettoverkaufserlös, also mit meinem Preis, einnehmen. Oder ganz salopp gesagt, ich produziere etwas für beispielsweise 100 Euro und verkaufe es dann für 80. Das ist also wirtschaftlich absoluter Nonsens. Und Produkt C habe ich 52.500 minus 37.500 gibt 15.000 Euro positiver Deckungsbeitrag. Und jetzt muss ich natürlich gucken, deckt dieser Deckungsbeitrag insgesamt von allen drei Produkten meine fixen Kosten, weil meine fixen Kosten fallen nicht pro Produkt an, sondern insgesamt. Das heißt, Deckungsbeitrag insgesamt, wenn ich jetzt 10.000 minus 2.000 plus 15.000 mache, also genau diese Spalte, die fasse ich jetzt zusammen, Deckungsbeitrag insgesamt gibt dann ein Plus von 23.000 Euro. Fixe Kosten für meinen Monat hatte ich laut Aufgabe 12.000 Euro. Das heißt, mein Betriebsergebnis, obwohl Produkt B ein Minus macht, also einen negativen Deckungsbeitrag, ist dennoch ein Betriebsgewinn von 11.000 Euro. Und das ist mal alles, was ich zu sagen habe zu Teil 1 Deckungsbeitragsrechnung. Das heißt, wir müssen einfach schauen,
alle Produkte, die produziert wurden, einzeln betrachten im Unternehmen und dann eben den Deckungsbeitrag zusammenfassen und davon von der Summe die kompletten fixen Kosten abziehen und dann schauen, habe ich ein positives oder negatives Betriebsergebnis. An der Stelle wie immer vielen Dank. Bei Kommentare gerne. Ich antworte normalerweise auf alles und ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg.